Hallo Vicky, ich möchte die Lösung, die ich gerade angelegt habe, in einem Lösungsansatz bündeln, damit ich sie gemeinsam verschlagworten kann und damit ich sie in einem Link auch versenden kann. Dazu gehe ich im Seitenmenü auf die Lösungsansätze, überprüfe, ob es diesen Lösungsansatz, den ich haben möchte, schon gibt. Das wäre bei mir der Regenschirm. Da gibt es noch nichts. Jetzt gucke ich mal, ob es nur einen Schirm gibt. Da gibt es eine Bildschirmhalterung, das heißt, ich lege keine Redundanzen an und klicke dann hier auf Inhalt anlegen. Regenschirm soll der Lösungsansatz heißen. Ich klicke auf Anlegen, dann gebe ich die Suchbegriffe ein, die mir einfallen. Das wäre der Regenschirm und das wäre der Umbrella als englisches Wort dafür. Klicke gerne mal auf Aktualisieren. Gehe jetzt hier auf die Kriterien und Lösungen und da kann ich meine Lösungen zuweisen, damit ich weiß, welche Lösungen das sind. Klicke ich hier und eröffne einen neuen Tab von den Lösungen und ziehe diesen Tab rüber auf meine andere Bildschirmseitenhälfte und kann jetzt hier nach dem Stockschirm suchen. Und finde jetzt zwei von diesen Schirmen. Merke aber auch, die fangen alle mit der gleichen Zahl vorne an. Also dreimal die 1 und dann die 0 und dreimal die 1 und dann die 1. Das heißt, ich suche jetzt doch einfach mal danach. Dann habe ich die beiden und wenn ich die 0 hinten dran mache, die anderen beiden. Und hier füge ich die 08 und die 09 dazu und dann analog die 10 und die 11. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, klicke ich die wieder weg. Das heißt, mein Rechner war langsamer als die Datenbank. Wenn ich mit dem Cursor hier nach links und rechts springe, dann ordnet sich das Ganze in meinem Browser nochmal. Also die 10 und die 11. Wenn ich hier draufklicke, merke ich jetzt, ich habe dann alle gelistet, also die 8, 9, 10, 11. Das sind diese vier Regenschirme. Da klicke ich auf Aktualisieren. Und jetzt sollten sie hinterlegt sein. Das ist nicht der Fall. Das liegt jetzt daran, dass die im Cache, ich habe vorher schon gespeichert, schon einmal aufgerufen wurden. Jetzt lösche ich den Cache. Wenn ich jetzt die Lösung aktualisiere, dann sind die vier Regenschirme auch schon hinterlegt. Warum nutzen wir diese Lösungsansätze? Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist Josef Huber. Ich rede hier von Wiki in der Version 0.5. Das steht hier unten in der Ecke. Und heute ist der 1. Mai 2022. Lösungsansätze helfen uns, Themen zu bündeln und ja, adäquater darzustellen und besser zu verwalten. Ich gehe jetzt hier mal auf den Lösungsansatz der automatischen Herdabschaltung. Da können wir oben eine kurze Beschreibung einfügen. Wir können verschiedene Suchbegriffe hinterlegen. Das heißt, ich pflege einmal diese Suchbegriffe und wann immer ich das auf Wiki suche, also jetzt den Herdwächter, da merke ich, ich habe sechs Lösungen und einen Lösungsansatz. Wenn ich jetzt nach Herdabschaltung oder Herdabschalt suche, habe ich sechs andere Lösungen, auch den Lösungsansatz. Aber alles, was wir hier im Lösungsansatz drin haben, taucht auch wieder auf und das sind all diese Lösungen. Und mit diesen Visualisierungen habe ich gute Erfahrungen gemacht in der Beratung, einfach mal zu zeigen, was kann denn so eine Herdabschaltung, wie kann die denn ausschauen. Da nimmt man mitunter Ängste oder schafft auch Klarheiten und gemeinsame Vorstellungen. Der Lösungsansatz im Grundsatz ist noch in der Entwicklung. Wir hinterlegen Problemziel und Relevanz. Also die Frage ist hier, wie gehen wir damit um, wenn wir verschiedene Probleme, Ziele und Relevanzen haben? Und das ist ja der Normalfall. Also wie kriegen wir da einen Modus, dass es nicht zu viel wird? Wir können die Funktion beschreiben. Das wäre die Funktion, die dem Herd, der Herdabschaltung, dem Begriff an sich innewohnt, also was alle gemeinsam haben. Kriterien wäre eher ein Bereich, was die einzelnen Herdabschaltungen auch unterscheidet oder worauf ich gucken muss, wenn ich so eine Herdabschaltung in mein Lebensumfeld bringe. Das kann ja schon bei der Installation zu Problemen kommen. Also habe ich alles, was ich überhaupt brauche. Und die Funktionsweise beschreibt noch so ein bisschen, wie so eine Herdabschaltung gedacht ist als Konzept. Bei den Quellen gibt es weiterführende Informationen. Hier habe ich die Euronorm ausgearbeitet und hinter der liegen dann weitere Quellen und kommt dann gern vom Stöckchen aufs Hölzchen.
Für uns ist der Lösungsansatz aber zentral, weil ich es schaffe, verschiedenste Lösungen und verschiedene Suchbegriffe, also Begrifflichkeiten, zu kombinieren. Wenn ich mir den, den ich vorher angelegt habe, genauer angucke, ich muss hier nochmal aktualisieren, dann ist er jetzt auch nicht gelistet, weil ich eben ein Demo-User bin. Und wenn ich den nochmal bearbeite, dann kann ich jetzt natürlich den nächsten Schritt gehen. Das eine ist ein Bild anzulegen, das ist eher komplex im Moment, da haben wir noch keinen guten Prozess. Falls aber irgendjemand da Ideen hat, wie man das sehr gut machen kann, freuen wir uns über jeden Rat. Ich habe ein Bild vorbereitet, das lade ich jetzt hoch und kann das hier auch zuweisen. Und das Wichtigste für mich ist jetzt erstmal, dem Lösungsansatz noch mehr Schlagworte zu geben. Da kann ich jetzt ein Synonym-Wörterbuch verwenden. Dann nehme ich gerne den Open Thesaurus. Den habe ich hier schon mal gesucht, auch mit dem richtigen Begriff. Und da sehe ich jetzt neben Regenschirm und Schirm, Schirm ist ein Teil vom Regenschirm, das brauche ich nicht mehr aufnehmen, gibt es aber auch noch den Parapluie. Das ist für mich ein neues Wort. Kopiere das mit Steuerung und C. Es grenzt mit dem Komma die Suchbegriffe voneinander ab und nehme dann einfach diesen ganzen Bereich und ersetze ihn durch ein Komma. Und hier am Schluss diese Ausführung brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich einen Lösungsansatz, der verschiedene Suchbegriffe drin hat. Wenn ich ihn jetzt anschaue, dann sind die Suchbegriffe noch nicht alle drin. Hier gehe ich jetzt wieder auf das Cache-Leeren. Jetzt wird der Zwischenspeicher der Datenbank geleert und wenn ich jetzt aktualisiere, dann hat er alles drin, auch dieses Bild und ich sehe die Lösungen. Und mit diesem gemeinsamen Wissen zum Thema Regenschirm beende ich wie immer mit den Worten: Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.